Ist Ihnen klar, dass Sie 20 Minuten zu spät sind? Das ist mir egal. Bitte keine Ausreden. Sie sind hier beim Arbeitsamt. Ja, und hier bekommt niemand eine Sondereinladung. Sie müssen die Termine ernst nehmen. Ist das klar? Gut. Nun, ich brauche Ihnen Vor- und den Nachnamen, bitte. Nein, ich sehe hier nichts im System. Den Nachnamen nochmal, bitte. Okay. Haben Sie die Aktennummer für mich? Ach, super. Sie haben Ihre Dokumente nicht mal mitgebracht. Gut, Geburtsdatum. Ist klar. So, jetzt muss ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen, um sicher zu gehen, ob sich etwas geändert hat bei Ihnen. Ja? Lassen Sie mich ausreden. So. Geburtsort? In Deutschland? Okay. Ja. Und Ihre Anschrift, ist das noch dieselbe Adresse? Seit 1993? Alles klar. So, gut. Scheint ja so, als ob sich bei Ihnen nicht viel geändert hat. Und damit meine ich auch Ihre Arbeitssituation. Ja. Gut. Ja, ich habe hier alles vor mir liegen. Da müssen Sie mir auch keine Erklärungen mitgeben. So, erzählen Sie mal, was ist denn passiert? Ja, ich höre. Ja, gut. So wie ich hier sehen kann im System, steht hier bei mir, dass Ihnen eine Maßnahme angeboten worden ist und Sie hatten diese abgelehnt. Ja, und der Grund war, ich habe hier nichts drin stehen. Oh. Okay, das war Ihnen nicht genug Gehalt. Ja, ich wundere mich, denn momentan verdienen Sie ja nichts. Was ist denn Ihr Einkommen? Denn Sie leben ja vom Staat schon seit Jahren. Ja. Nun, erläutern Sie doch bitte. Wie sieht Ihre Arbeitssituation aus? Haben Sie Progress gemacht? Haben Sie sich denn bei mindestens 15 Firmen beworben im letzten Monat? Dann, wir haben das hier in der Abmachung. Ich sehe das hier. Ach, Sie haben sich den Finger geschnitten. Aber ja. Gut. Notiere ich mal so. Ja, also Sie erhalten derzeit Hartz IV. Und Sie sagten, Sie möchten auch Kindergeld noch einmal beantragen für Ihr Kind Nummer 7. Ist das richtig? Ist das eine Glückszahl wie die 7 Zwerge und Schneewittchen?
Gut, also Sie haben sechs Kinder derzeit und das siebte Kind ist auf dem Weg. Ach du meine Güte. Aha. Ja, ich notiere mir das mal hier. Packen Sie bitte das Handy weg. Da steht drüben kein Handy. Unglaublich. So. Ja. Gut. So. Ja, nun, ich wundere mich wirklich, warum es Ihnen so schwer fällt, eine Arbeit anzunehmen. Ja, denn Sie sind ja schon recht gebildet. Ja. Ja, ich meine, solange Sie zwei Arme und zwei Beine haben, sollte kein Beruf unmöglich sein. Eins nach dem anderen. Ja, suchen Sie sich erstmal eine Arbeit und dann schauen wir nach einer Wohnung. Ja, momentan können Sie das mit der Wohnungssuche abstreichen. Das ist unmöglich. Ja, so wie das mit Ihnen aussieht hier mit der ganzen Situation. Die Liste ist ziemlich lang und ich kann Ihnen versprechen, es ist sehr schwierig, vor allem in dieser Stadt, eine Wohnung zu bekommen in 2022, 2023, ja? Genau, denn sie haben sieben Kinder, verdienen keinen Cent, ja? Und sie haben einen negativen Schufa-Eintrag. Schlimmer geht's nicht. Nee. Gut, dann können Sie mir denn erklären, woher es zum Schufa-Eintrag gekommen ist? Ja, Moment, ich notiere mir das hier. Wissen Sie denn, wie viele Schulden Sie haben insgesamt? Nun, das ist ein ganzes Inkasso-Verfahren. Ja. Ja. Sie können zur kostenlosen Schuldnerberatung gehen und diese beantragen. Ja. Nein, das. Nein, 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 nein. Hören Sie. Wer hat denn Ihnen gesagt, dass Sie Insolvenz beantragen können? Gesetzlich stimmt das nicht so ganz. Ja. Das gilt nur für Menschen, die seit Jahren nicht mehr in Deutschland wohnhaft sind und im Ausland leben, ins Ausland gezogen sind und nachweisen können, dass sie kein Einkommen mehr haben. Ja. Genau. Genau, sehen Sie? Jetzt bestätigen Sie mir ja auch selbst, dass Ihr Bankkonto gepfändet worden ist. Das ist die Maßnahme. Ne? Das alles hat Konsequenzen. Und wie ist es dazu gekommen? Ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch negativen Schufa-Eintrag bekommen kann. Ja, ich meine, klar, es sind Dinge, die passieren. Ja, aber ich sehe hier die Summe. Ich sehe, wie schlimm das aussieht. Oh, Sie haben eine Shoppingsucht. Eine Shoppingsucht. Okay. Interessant. Gut, darf ich mal fragen, was Sie denn so shoppen?
Schmuck, Schminke, Fahrräder, Bücher. Okay, Gartenzwerge. Ja, interessante Einkäufe, muss ich sagen. So, und Sie meinen jetzt, das kommt von Ihrer Shopping-Sucht? Ja. Und haben Sie denn jetzt damit aufgehört? Ja, denn in Deutschland ist es ja so, wenn man einen Schufa-Eintrag hat, hat man fast keine Zukunft mehr. Es ist sehr schwierig, denn man ist zu vielen Dingen limitiert. Und wir versuchen hier Ihnen ein besseres Leben anzubieten, ja? Ihnen die Dinge des Lebens zu erleichtern. Und das sehe ich nicht. Ja, also ich meine, habe das Gefühl, dass Sie da nicht mitmachen. Ja. Gut. Nun, Sie sollten definitiv zur Therapie gehen wegen dieser Shoppingsucht. Ja. Wenn das denn so schwierig ist. Und abgesehen davon, warum haben Sie denn die Maßnahme abgelehnt? Darf ich denn wahren Grund erfahren? Ja. Ach, Sie mögen es nicht so draußen zu arbeiten, weil es so kalt und unangenehm ist. Gut, ich meine, ich sitze auch hier im Büro und ich muss sagen, es ist schon recht gemütlich. Kann mir meinen Kaffee machen. Hab meine netten Kollegen. Aber Arbeit ist Arbeit. Ja. Und das ist Teil eines gesunden Lebens, dass jeder Mensch morgens früh aufsteht, ja, und seiner Arbeit nachgeht. Das ist Disziplin. Und nur wenn Sie so anfangen, wehren Sie sich gegen Ihre Faulheit. Ja? Nein, ich wollte Sie damit nicht beleidigen. Ich meine, für mich sind Sie faul, ja? Also ich bin schon Ihre Sachbearbeiterin seit 9 Jahren. Und jedes Mal kommen Sie mit einer neuen Ausrede an. Ja? Gut, also wir hatten diese Abmachung. Das steht hier in dieser, ja, in diesem Dokument habe ich das hier auch mitstehen. Selbst wenn Sie die Dokumente nicht mitgebracht haben, ich habe sie alle hier bei mir im System stehen, ja. Genau. Und wir haben hier die Abmachung, dass Sie jeden Monat sich bei 15 Firmen bewerben müssen. Ja, damit wir sehen, dass Sie sich anstrengen, dass Sie sich um eine Arbeitsstelle bemühen. Und wenn Sie das tun, brauchen wir einen Beweis. Und als Nachweis sollten Sie mir, und das wissen Sie ganz genau, als Nachweis das Bewerbungsanschreiben zuschicken oder mitbringen oder die Antwort. Ja, des Arbeitgebers. Und das haben Sie jetzt nicht gemacht und Sie wissen, was jetzt für Konsequenzen auf Sie zukommen. Sanktionen. 40% Sanktionen. Nein. Nö. Da brauchen Sie mich nicht anflehen. Nö. Ruhe bitte. Nein,
Wie ich Ihnen das jetzt schon gesagt habe, zigmal. Wenn Sie sich nicht an die Regeln halten, gibt es eine Sanktion. Ja. So ist es. Und daran wird sich auch nichts ändern. Jetzt komme ich mal zu etwas anderem. Und ich empfehle Ihnen hier, komplett ehrlich zu sein mit mir. Denn ich weiß alles. Verstehen Sie mich? Ja, nein, schauen Sie bitte nicht weg. Schauen Sie mir in die Augen. Ja. Gibt es denn da irgendetwas, das Sie uns verschwiegen haben, als Sie Hartz-IV im Nein. Als Sie sich für Hartz-IV beworben haben, Sie haben sich hier angemeldet und Sie haben gesagt, Sie haben kein extra Einkommen und Sie hätten kein Geld, sich selbst und Ihre Kinder zu ernähren. Ist das richtig so? Sicher? Nun, da muss ich Sie enttäuschen, denn ich habe hier etwas ganz anderes stehen. Ich sehe hier, mein Kollege hat mir dies hinterlassen. Sie haben ein Grundstück, eine Immobilie in Südtirol. Ja, und Sie machen Geld damit. Und das haben Sie uns verschwiegen. Ja. Nein, Sie wissen ganz genau, dass das Ihre Pflicht ist. Jedes Einkommen, jeden Cent, den Sie verdienen, erhalten oder geschenkt bekommen, uns mitzuteilen. Ja, das wissen Sie. Ja. Deswegen haben Sie das hier alles unterschrieben. Und ich sehe hier, das haben Sie natürlich nicht ernst genommen. Genau, und ich nehme an, die Immobilie ist vermietet. Oh, es ist eine zweistöckige Immobilie. Genau, und dann, ach, sie machen da manchmal Urlaub im Erdgeschoss und im ersten Stock haben sie Vermieter und damit machen sie ihr Geld. Wunderbar. Ach, das hätte ich auch gerne. Ja. Gut. Nun, laut Gesetz müssen Sie das Haus oder die Immobilie, was immer das noch ist, verkaufen und das ganze Geld uns zurückzahlen, das Sie vom Staat erhalten haben, die ganzen 9 Jahre. Ja, denn Sie haben uns das verschwiegen und das muss uns zurückgezahlt werden. Ja. Denn Arbeitslosengeld ist kein Lebensstandard. Es ist keine Lebensart. Ja, das ist nur für Menschen in Not, für Menschen, die tatsächlich Hilfe benötigen. Das ist kein extra Geld, damit sie shoppen gehen können, ja, oder Urlaub machen können. Dazu komme ich noch. Gut, zuallererst hier die Sanktion und das Einwilligungsschreiben. Das müssen Sie dann unterschreiben. Ja. Aber nun, wegen der Immobiliengeschichte müssen wir noch einen Termin vereinbaren. Das wird mit meinem Kollegen sein, Herrn Krämer und mir.
der Tat. Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema und da müssen Sie erscheinen. Genau, dann schauen wir hier mal nach einem Termin. Ich nehme an, Sie haben die nächsten 30 Tage Zeit, denn Sie arbeiten ja nicht. Und da Hobbys haben Sie ja anscheinend auch keine. Außer shoppen gehen. Gut. Wie sieht es denn aus bei Ihnen am 2. Februar? Ach, Moment. Ja, nein. Das muss früher erledigt werden. Schauen wir mal. 7. Januar. Um 8:15 Uhr. Wie meinen Sie, ist das zu früh? Was meinen Sie damit? Ja, ich könnte Ihnen einen Termin um 3 Uhr geben, 4 Uhr, aber ich hätte Sie gerne hier um 8:15 Uhr, damit Sie aus den Federn springen. Ja, ich möchte, dass Sie früh aufstehen. 6:30 Uhr, 7 Uhr, sich fertig machen, in den Bus steigen und dann hierher kommen. Ja. Schreiben Sie sich das mal auf. Ich werde Ihnen das jetzt auch mal hier ausdrucken. Gut. Dann bringen Sie bitte Ihre ganzen Dokumente mit. Ich habe Ihre Akte vor mir liegen. Bringen Sie aber diese dann noch mit. Und jegliche Dokumente und Papiere, die Sie von der Immobilie haben, bringen Sie mir bitte mit. Ja, am besten da, wo die Kosten drinstehen, wie viel diese gekostet hat, wann Sie diese gekauft haben und so weiter und so fort. Ja, informieren Sie sich meinetwegen schon mal, wie das dann aussieht, wenn Sie die Immobilie verkaufen, denn das ist ja in Italien, in Südtirol. Wie lange das dauert und genau. Ja, ich bin froh, dass wir das mal jetzt vom Tisch haben. Gut. So, gut, dann sehe ich Sie dann am 7. Januar um 8:15 Uhr. Pünktlich. Gut. Ja. Bitte, Ihnen auch. Tschüss.